Namen des Club Computers begrüßen zu dem Vortrag über die Datenvorratsspeicherung von Reisedaten und dazu unser Gastredner aus Berlin, Alexander Sanders. Ja, vielen Dank für die Einladung und dass ich heute hier eben über ein angesprochenes Thema sprechen darf, nämlich die Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten. Es gibt ja verschiedene Vorratsdatenspeicherungen. Die bekannteste ist wahrscheinlich die Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten. Es gibt aber eben auch die Vorratsdatenspeicherung von Bankdaten und eben hier diese Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten, was sich dahinter verbirgt, was sich da aktuelles gerade tut auf diesem Gebiet. Darüber möchte ich jetzt berichten. Zunächst einmal die Frage, wie werden eigentlich Flugreisen organisiert? Also was steht da eigentlich dahinter, wenn man... Was steht gesagt? Das kommt gleich noch. Kurz Geduld, dann werde ich das schon noch erklären. Genau, also einleitend erstmal, wie werden Flugreisen organisiert? Das ist ein relativ großer Aufwand. Angefangen hat es eigentlich damit, mit der Erfindung von Flugzeugen, die relativ viele Leute in relativ schneller Zeit von A nach B fliegen können, also Boeing 707 oder auch dann später die Boeing 747. Und es ist eigentlich damit so, in den 60er, 70er Jahren Fliegen zur Normalität geworden. Also sehr viele Menschen sind von A nach B geflogen und es ist natürlich ein gigantischer Aufwand, weil hier wird über Grenzen geflogen. Sehr viele Menschen sind unterwegs, die auf einen bestimmten Sitzplatz wollen. Also es ist jetzt nicht so wie bei der Bahn, wo man sich einfach hinsetzt, sondern im Normalfall kriegt man eben einen Sitzplatz zugewiesen. Man bekommt etwas zu essen, also manche Leute wollen zum Beispiel kein Fleisch essen, sind Vegetarier. Andere Leute wollen lieber vorne sitzen, andere möchten lieber gerne hinten sitzen und so weiter und so fort. Und all mit diesen ganzen Daten wollte man eben arbeiten. Und später sind dann auch noch so Sachen wie Anschlussflüge oder Codeshare-Flüge dazugekommen. Also Anschlussflüge ist, glaube ich, relativ klar. Also man fliegt zum Beispiel von Wien nach Chicago über New York. Also das bedeutet, man braucht in New York nochmal einen Anschlussflug, um dann eben nach Chicago zu kommen. Und Codeshare-Flüge ist eigentlich auch so eine neuere Entwicklung, die mit dem Gründen von Flugallianzen entstanden ist. Also es gibt zum Beispiel die Star Alliance oder die One World, wo dann eben zum Beispiel
ein Air Canada-Flug über Austrian gebucht werden kann und diese beiden Airlines sozusagen dann zusammen ihre Flüge anbieten. Also man fliegt zum Beispiel mit der Austrian nach New York und von New York weiter dann mit Air Canada nach Montreal. Und beides wird aber eben als Austrian-Flug angeboten. Das sind dann eben Codeshare-Flüge. Das bedeutet, auch hier müssen eben entsprechende Daten gesammelt werden, dass dann eben Air Canada auch weiß, hier kommt jemand, der eigentlich als Austrian-Passagier geführt wird, aber eben dann hier mit der Air Canada-Maschine weiterfliegen kann. Hinzu kommt, dass es eben auch noch unterschiedliche Reiseklassen gibt, also First Class, Business Class, Premium Economy und so weiter und so fort. Also es gibt sehr, sehr viele unterschiedliche Reisemöglichkeiten, wie man eben so eine Flugreise bestreiten kann. Und damit das dann eben tatsächlich gewährleistet werden kann, dass Leute von A nach B kommen und tatsächlich dann eben auf dem Sitzplatz sitzen, den sie gebucht haben, und das Essen bekommen, was sie brauchen, müssen eben diese Daten im Vorfeld abgefragt werden, gespeichert werden und entsprechend verarbeitet werden. Wie gesagt, das Ganze hat so in den 60er Jahren angefangen. Hinzu kam dann eben noch so zum Beispiel sowas wie Vielfliegerprogramme oder ähnliches, dass man eben Leuten Meilen zur Verfügung gestellt hat, wo sie dann zum Beispiel kostenlose Flüge bekommen können oder irgendwelche Gimmicks, Koffer oder was der Geier was, was halt eben die Leute mit ihren Meilen kaufen wollen. Also Airlines sammeln sehr, sehr viele Daten über ihre Passagiere, um eben einen entsprechenden Service anzubieten. Ergo ist es eigentlich ein riesiger Organisationsaufwand, so eine Flugreise tatsächlich dann auch zu realisieren. Was sind nun diese PNR? Also PNR sind Passenger Name Record, also das sind Reisedaten. Das bedeutet, das sind eben genau diese Informationen, wo zum Beispiel jemand sitzt, wo jemand in welcher Reiseklasse er bucht und ob er so einen Codeshare-Flug hat. Und es werden pro Flug, pro Passagier bis zu 60 Einzeldaten gesammelt und gespeichert. Also sehr, sehr viele Informationen, darunter zum Beispiel auch Informationen über den gesundheitlichen Zustand eines Reisenden. Also es gibt immer wieder Reisende, die zum Beispiel dann mit dem Rollstuhl vom Gate abgeholt werden müssen oder zum Gate gebracht werden müssen oder die auch während des Flugs zum Beispiel Medikamente benötigen oder ähnliches. Diese Daten müssen natürlich auch in irgendeiner Art und Weise gespeichert werden, damit dann halt die Airline-Mitarbeiter dafür entsprechend sensibilisiert sind. Es sind aber auch zum Beispiel Informationen darüber, wer mit wem zusammenfliegt, also wenn man sich zum Beispiel zusammen ein Ticket kauft, dass man dann eben auch zusammen die Reise gemeinsam bestreiten kann. Es sind eben schon angesprochene Informationen über die Essenspräferenzen der Reisenden. Und der absolute Höhepunkt dieses Datensammelwahns ist ein Freifeld, wo Airline-Mitarbeiter dann sozusagen noch zusätzliche Informationen eintragen können, die nicht in diesen kategorisierten, und das sind diese hier, Daten abgefragt werden können. Nun habe ich gerade eben schon gesagt, es sind 60 Einzeldaten. Hier sieht man allerdings nur 19 Datenkategorien. Das kommt dadurch, dass bestimmte Datenkategorien zusammengefasst sind, zum Beispiel da in der 17 General Remarks, das ist eben dieses Freifeld, including OSI, SSI and SSR Information. Also hier sind nochmal eben in einem einzigen Feld vier Unterfelder untergebracht, die dann auch nochmal einzelne Informationen abfragen. Also OSI ist zum Beispiel Other Service Information, SSI ist Special Service Information und so weiter und so fort. Hier wird zum Beispiel auch eingetragen dieser gesundheitliche Zustand. Es werden aber zum Beispiel auch Informationen abgefragt, ob zum Beispiel ein Kind alleine reist. Also bei Kindern ist es auch oft so, dass dann Airline-Mitarbeiter die in bestimmte Warteräume bringen oder eben zum Flug begleiten. Es sind eben sowas wie Informationen darüber, ob man dieses Ticket zum Beispiel bei einem Reisebüro gebucht hat oder ob man es online gebucht hat. Es werden, wie wir jetzt auch seit jüngerer Zeit wissen, zum Beispiel IP-Adressen gespeichert von den Leuten. Also es gibt sehr, sehr viele Informationen, die tatsächlich relevant sind, die gespeichert werden müssen, um tatsächlich den Flug zu realisieren. Also sowas wie Name ist zum Beispiel relativ sinnvoll, sowas zu speichern. Es gibt aber eben auch sehr viele Informationen, die weniger sinnvoll sind, die zu speichern. Sowas wie zum Beispiel die IP-Adresse braucht man nicht tatsächlich, um tatsächlich so einen Flug realisieren zu können und hat auch nichts damit zu tun, dass hier irgendwelche Servicezwecke erfüllt werden können. Also es werden von den Airlines extrem viele Daten gespeichert und dann eben auch ziemlich lange aufgehalten. Ich habe mal so ein paar Beispiele mitgebracht, wie dann tatsächlich so ein PNR-File aussieht. Also das sieht, wenn man sich das jetzt von den Airlines zur Verfügung stellen kann, relativ wüst aus. Das können auch eigentlich nur Leute lesen, die ungefähr eine Ahnung davon haben, was denn in jeder Zeile steht. Also da, man sieht, das besteht eigentlich hauptsächlich aus irgendwelchen Abkürzungen und
Bestimmte Informationen werden natürlich nicht immer gespeichert. Also sowas wie zum Beispiel Vielfliegerinformationen werden natürlich nur bei Leuten gespeichert, die einen entsprechenden Mitglied in einem Vielfliegerprogramm sind. Telefonnummern werden auch nur dann gespeichert, wenn sie angegeben werden müssen oder wenn sie angegeben wurden. Dann eben sieht man hier E-Mail-Adresse, Kreditkartendaten. Auch das wird natürlich nur gespeichert, wenn man mit der Kreditkarte bezahlt. Und da unten eben dann nochmal die IP-Adresse zum Beispiel und an welchem Datum und zu welcher Uhrzeit man diesen Flug zum Beispiel gebucht hat bei einer Online-Buchung. Hier sehen wir dann, ich hatte es vorhin schon kurz angedeutet, dass es eben Informationen gibt, die in einem Freifeld zusammengetragen werden. Ich habe jetzt mal so ein paar Informationen mitgebracht, die dann zum Beispiel in dieses Freifeld eingetragen werden. Da steht zum Beispiel drin, dass der Passagier eben von Argentinien kam mit dem Flug AA900, also American Airlines. Und dann wurden seine Schuhe desinfiziert. Und das ist natürlich eine wichtige Information, die die Airline unbedingt braucht und deswegen in dieses PNA-Feld eintragen muss und natürlich dann auch offensichtlich über einen längeren Zeitraum speichern muss. Also es ist auch nicht so, dass diese Informationen dann nur für diesen eigentlichen Zweck gespeichert werden, um zum Beispiel bis zur Grenzkontrolle zu kommen, damit die dann wissen, okay, denn seine Schuhe wurden halt eben desinfiziert, sondern diese Informationen bleiben in der Datenbank und werden für einen sehr langen Zeitraum gespeichert. Also das ist eben das Problem bei diesem Freifeld, dass hier eben sämtliche Informationen eingetragen werden können und das eigentlich völlig außerhalb der Kontrolle der Reisenden liegt, das zu kontrollieren, was eigentlich in diesen Daten drin steht tatsächlich und wer da wann was reinschreibt. Eine weitere Information ist, dass jemand mit dem Apfel gereist ist. Also es ist offensichtlich auch für die Airline in dem Fall sehr, sehr wichtig gewesen, dass jemand hier noch was zu essen mit dabei gehabt hatte. Es hat keine Strafen nach sich gezogen, kann man ja sehr froh sein. Also auch hier sieht man eigentlich ein ziemlich absurdes Beispiel dafür, was eben für Informationen in diesem Freifeld zusammengetragen werden. Auch eine sehr wichtige Information offensichtlich für die Airline-Mitarbeiter war, dass jemand hier mit einer Taschenlampe gereist ist, wo kleine Marihuana-Aufkleber drauf waren und ein Buch mitgeführt wurde, Drugs and Your Rights, also Drogen und deine Rechte. Also hier hat die offensichtlichen Airline-Mitarbeiter das Bedürfnis zu schauen, was jemand in seinem Gepäck hatte und das entsprechend eben in dieses Freifeld einzutragen. Also wir sehen, es werden hier sehr, sehr, sehr sensible Daten zusammengetragen in diesem Freifeld von die sehr in die Persönlichkeitsrechte von den Menschen, also von den Reisenden in dem Fall, eingreifen. Bitte. Also es gibt grundsätzlich eben die Möglichkeit, also Airline-Mitarbeiter oder eben Leute, die grundsätzlich, also wenn ich eine Reise buche, also dann der Travel Agent, also der im Reisebüro sitzt und da arbeitet, oder Airline-Mitarbeiter haben eben die Möglichkeit, auf dieses PNA-File zuzugreifen und können dann diese Informationen da eintragen. Und das Kernproblem dabei ist, also es gibt im Grunde vier große Anbieter von Reservierungssystemen, drei kommen aus Amerika, eins aus Europa und diese Datenbanken sind untereinander nochmal alle vernetzt und also das brauchen wir eben tatsächlich, um dann zum Beispiel sowas wie Codeshare-Flüge zu realisieren, also wenn jetzt Air Canada in einem amerikanischen CRS ist, also Reservierungssystem ist und Austrian Airlines in einem europäischen, müssen die ja miteinander verbunden werden, dass dann sozusagen die Daten übermittelt werden. Das bedeutet, diese Reservierungssysteme sind verbunden und dann kann eben, ich kaufe mir jetzt ein Flugticket und gehe dann eben zum Beispiel an die Gepäckkontrolle und dort sitzt dann zum Beispiel ein Sicherheitsmitarbeiter und der guckt in mein Gepäck rein, dann kann der zum Beispiel auf dieses PNA zugreifen und kann dann zum Beispiel reinschreiben, dass so wie diese Taschenlampe oder dieses Buch mitgeführt wurde. Oder es kann natürlich auch einfach ganz normal beim Check-in sein, dass ich da jetzt zum Counter gehe und dort zum Beispiel sehr aufgebracht bin, weil ich meinen Anschlussflug nicht erreicht habe. Dann können dort zum Beispiel die Airline-Mitarbeiter in dieses PNA-File rein und in diese General Remarks, in dieses Freifeld eintragen, dass ich zum Beispiel ein sehr wütender und aufbrausender Kunde bin und so weiter und so fort. Also es gibt sehr, sehr viele Ebenen und sehr, sehr viele Möglichkeiten, das einzelne PNA-File eines einzelnen Reisenden zu verändern. Und das Kernproblem dabei ist, dass es eben keine Access-Logs gibt. Also es ist nicht nachvollziehbar, wer wann, an welcher Stelle und warum etwas an diesem PNA-File geändert hat. Also im Grunde kann auch ein Airline-Mitarbeiter,
theoretisch einfach irgendwas behaupten, das da reinschreiben und es ist nicht nachvollziehbar, wer das tatsächlich wann, an welcher Stelle und warum getan hat. Aber ich habe ein Recht, wenn ich den ja da ansehen, kann ich die ausheben lassen, ist die erste Frage. Ja. Und zweitens, wenn ja, wenn ich weiß, was da drin steht, ich komme drauf, das ist Unsinn, habe ich ein Recht, das löschen zu lassen? Theoretisch ja, praktisch ist das sehr, sehr schwer durchsetzbar. Also um zum Beispiel diese PNA-Files zu bekommen, das hat sehr, sehr lange gedauert. Also das war jetzt zum Beispiel bei American Airlines, also da muss man dann der Airline einen Brief schreiben, muss dann eben sagen, ich möchte gerne meine PNA-Files bekommen. Dann ist es in der Regel so, dass die einem zurückschreiben und sagen, ja, für welchen Flug denn? Also man kann jetzt nicht generell einfach mal anfragen, kann sagen, schickt mir mal alle Daten, die ihr über mich habt. Sondern man muss ziemlich präzise angeben, für welchen Flug man diese Daten haben will. Und dann schicken die Airlines je nach gut dünken einem irgendwelche Daten zurück. Und also es ist so, dass es in diesen Fällen, also das ist Edward Hasbrook, der kommt aus Amerika, der beschäftigt sich auch sehr intensiv mit dem Thema und der klagt auch regelmäßig auch gerne gegen Airlines, gegen die Herausgabe eben solcher Daten, weil er weiß, dass bestimmte Informationen zum Beispiel da drinnen stehen, wo er dann eben immer wieder nachgefragt hat, dann gesagt, also schickt mir bitte meine komplette PNA-History, weil ich weiß, dass ihr noch mehr Daten über mich habt bei diesem Flug. Also in der Regel ist es so, dass man relativ knappe Informationen bekommt und man dann eigentlich sehr, sehr präzise nachfragen muss. Also ich bin der Meinung, dass in diesem Feld noch was drin stehen sollte. Bitte schickt mir diese Daten auch noch zu. Also Airlines sind offensichtlich nicht so besonders gewillt, diese Daten rauszurücken. Aber grundsätzlich, es besteht dieses Recht, die Airline, also zumindest wenn es europäische Airlines sind, auf jeden Fall diese Airlines dazu zu bewegen, die Daten herauszurücken. Und sie müssen ihnen die Daten auch zur Verfügung stellen. Die sollten eigentlich auch vollständig sein. Die Erfahrung zeigt, dass das eher selten der Fall ist, dass sie das tatsächlich tun. Ich habe jetzt noch ein Verständnis, glaube ich. Gibt es pro Flug ein PNA-File über mich oder ein gesamtes, wenn man sich die Datenbank abgetrieben hat? Also, gibt es eins über meine Person oder gibt es für jeden Flug? Nein, es gibt für jede Reise, die man unternimmt, gibt es ein PNA-File. Das heißt, es wird nicht von der vorigen Reise dann fortgeschrieben, das ist dasselbe? Nein. Also es gibt pro Reise. Also eine Reise kann sehr, sehr viel umfassen. Also eine Reise kann einfach nur One-Way-Flug umfassen. Eine Reise kann aber auch Hin- und Rückflug umfassen. Eine Reise kann aber auch zum Beispiel, wenn man in ein Reisebüro geht und dort noch ein Hotel und einen Mietwagen mit dazu bucht, dann kann das grundsätzlich auch in diesen PNA-Files mit drin stehen, eben für diese einzelne Reise. Also das ist grundsätzlich unterschiedlich, aber es ist immer nur eine einzige Reise, die in einem PNA-File steht. Also man kriegt ja auch immer, wenn man zum Beispiel ein Flug bucht, kriegt man immer so eine Buchungsnummer und die ist sozusagen eindeutig identifizierbar, also die E-Ticket-Nummer, die ist viel länger, also die ist eindeutig identifizierbar auf diese eine Reise und für diese eine Reise macht man dann auch seine entsprechende Datenabfrage. Es ist jetzt noch nicht möglich, in eine Datenbank reinzuschreiben, Alexander Sander, und dann wird der komplette Reiseverlauf sozusagen aus den letzten 31 Jahren von mir angezeigt, sondern man muss halt gezielt eine Reise sich aussuchen, die man dann eben abfragen will. Was hat das zum Beispiel dann für einen Sinn, wenn dann steht zum Beispiel, ist Choleric oder Aufbau, also das geht dann nur für den einen Flug? Genau. Also es ist zum Beispiel eben, wie gesagt, also wenn man jetzt zum Beispiel einen Anschlussflug verpasst hat und dann wütend ist und dann schreiben die das dann rein und dann wissen die, okay, und es gibt zum Beispiel zwei Anschlussflüge oder drei Anschlussflüge, dann wissen dann die nächsten Mitarbeiter, okay, der hat hier schon mal einen verpasst und war wütend, dann müssen wir vielleicht uns ein bisschen anders um den kümmern. Also dafür ist das halt für die Airlines ganz sinnvoll. Wenn es klar ist, weiß bei der nächsten Buchung die nächste Airline das nicht mehr. Genau, also das ist grundsätzlich, auch selbst die gleiche Airline sollte es eigentlich nicht wissen. Ja. Also ich muss sagen, eine Reise, wenn ich jetzt buche das Ticket bei der Emirates, dann bin ich ganz gut bei der Thai Airways, dann das eine Hotel selber, das andere Hotel, fällt das dann in eine Reise rein? Nein. Also es kann eben, wenn man in ein Reisebüro geht und dort halt sagt, ich möchte eine Reise buchen und oder man bucht eine Pauschalreise, dann ist das eine Reise. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mir also auch lauter One-Way-Flüge kaufe und eigentlich nur hin und zurück fliege, dann ist das jeweils eine Reise. Genau. Ich stelle mir jetzt praktisch vor, kann ich nur dessen da auch eigentlich nicht im Bericht aktualisieren, weil das Beispiel mit dem Apfel ist,
Nein, nein, der hat den Apfel im Gepäck gehabt. Genau. Weil es verboten ist, muss man dazu sagen, weil es in Amerika verboten ist, Früchte des Ausland einzuführen oder mit einer Leibst von einer Leibstoffschuld zu kommen. Na, also hier steht ja, also bei dem... lebende Bakterien und solche Sachen. Also bei dem Apfel steht ja auch, dass es keine Strafen gab. Also bei diesem Apfelbeispiel, da steht ja auch, dass es eben keine Strafen nach sich gezogen hat. Das wurde ja auch nochmal erwähnt. Das ist jetzt nicht überliefert. Also das wissen wir. Also das ist jetzt, ja doch, also genau, ja. Genau. Ja. Also das haben sie behalten. Und das Brot haben sie inspiziert. Ja. Was auch immer sie damit gemacht haben. Also. Ja. Genau. Gut. Also wie gesagt, also diese Daten sind grundsätzlich, also was halt noch ganz witzig ist, ich habe selber mal versucht, zum Beispiel noch bei diesen Reservierungssystemen direkt anzufragen und mir dort eben meine komplette History zur Verfügung zu stellen, weil die hätten ja grundsätzlich die Möglichkeit, die komplett abzurufen, und die haben dann gesagt, nee, wenden Sie sich mal an die Airline. Und also das ist eigentlich auch so ein ganz, ganz spannender Fall, dass die Datenverarbeiter selbst einem die Daten nicht zur Verfügung stellen, sondern halt nur... Ist eigentlich die Frage, wo ist man Kunde und wer ist für das verantwortlich? Exakt. Also damit müsste man... Mit wem haben wir einen Vertrag? Ja, wäre ein interessanter Fall für Max Schrems, da mal der Sache ein bisschen auf den Grund zu gehen. Genau. Also das ist, also ich finde es, wie gesagt, auch eigentlich, also theoretisch müsste zumindest nach geltendem deutschen Recht auch der Datenverarbeiter eigentlich die Daten rausrücken. Aber auch da in Deutschland zum Beispiel, die Schufa rückt ja auch keine Informationen über ihren Algorithmus raus. Also von daher ist das alles so eine Grauzone. Vielleicht kommt ja da etwas Licht ins Dunkel mit der europäischen Datenschutzreform, die dann hoffentlich noch dieses Jahr verabschiedet wird, sodass man da das Ganze vielleicht ein bisschen leichter einklagen kann. Also zum Beispiel der europäische Datenverarbeiter Amadeus sitzt eben in Spanien, und ich bin der spanischen Sprache jetzt nicht so unheimlich mächtig. Das ist dann einfach so ein bisschen schwierig, dann halt mit denen da irgendwie vor ein spanisches Gericht auch zu ziehen. Gut, kommen wir dazu, was jetzt eigentlich diese Vorratsdatenspeicherung damit zu tun hat, nach den Anschlägen auf das World Trade Center, die ja bekanntlicherweise mit einem Flugzeug durchgeführt wurden, sind die Amerikaner dann auf die schlaue Idee gekommen, dass die Airlines ja diesen gigantischen Datensatz haben und zur Verfügung haben, und wollten diesen dann natürlich auch zur Verfügung haben, weil sie gedacht haben, okay, wenn ich alle Daten über alle Reisenden habe, dann kann man Terroranschläge künftig verhindern. Also das war sozusagen der auslösende Moment dafür. Also seit 2001 sind wir eigentlich damit beschäftigt, dass Staaten versuchen, eben auf diese Fluggastdaten, die eben von Airlines eigentlich gesammelt werden, also die privat von privaten Unternehmen gesammelt werden, dafür zu nutzen, um eben das staatliche Sicherheitsinteresse zu befriedigen. Das Ganze ist dann in Amerika so weit gegangen, dass man No-Fly-Listen installiert hat. Also das bedeutet, man nimmt diesen Datensatz, schüttelt ihn ein bisschen und findet dann heraus, wer Terrorist ist. So die Theorie. Und aufgrund dessen spricht man dann eben entsprechend No-Flight-Orders aus. Also wenn man glaubt, dass man jemanden identifiziert hat, der eben Terrorist ist, darf er nicht nach Amerika einreisen. Also das bedeutet, man geht zum Beispiel hier in Wien an den Check-in, und da heißt es dann, nein, leider, die amerikanischen Behörden verweigern Ihnen die Einreise. Also man darf dann noch nicht mal mehr das Flugzeug betreten, um dahin zu fliegen. Also es ist nicht mal so, dass man dann dahin fliegt und dann vor Ort zurückgeschickt wird, sondern man darf schon gar nicht erst das Flugzeug betreten, also gar nicht erst an dem Flug teilnehmen. Das Ganze hat zur Folge, dass neben Negative False Alerts auch False Positive Alerts da auftauchen. Also Negative False Alerts sind also Terroristen, die nach dem Schütteln des Datensatzes trotzdem fliegen können. Und Positive False Alerts sind eben Leute, die keine Terroristen sind und trotzdem auch nicht fliegen können. Darunter sind ganz lustige Leute, zum Beispiel Robert J. Johnson, der war bei der US-Armee im Irak. Dem sollte man jetzt vielleicht nicht unbedingt als allererstes zutrauen, dass er Terrorist ist. Wurde aber eben auf so einer No-Flight-List geführt, also auch ein amerikanischer Soldat, ist offensichtlich nicht davor gefeit, als Terrorist zu gelten. Auch Ted Kennedy, Senatsmitglied in Amerika, war eben auf so einer No-Fly-List. Hier ist überliefert, dass er 3 Wochen gebraucht hat und direkt mit dem Department of Homeland Security, also die dafür zuständig sind, diese No-Fly-List zu pflegen,
dass er 3 Wochen mit Ihnen gesprochen hat, dass er überhaupt wieder runtergekommen ist und das als Senatsmitglied. Eigentlich auch ganz interessant, auch Cat Stevens stand mal auf solch einer Liste. Das ist sogar auch recht gut. Nelson Mandela wurde auch mal als Terrorist da geführt auf so einer Liste. Und das Allerinteressanteste ist, dass da regelmäßig Kinder auf dieser Liste landen, zum Beispiel der letzte erst ein 3-jähriges Kind, was dann eben nicht einen Flug nach Amerika betreten konnte, weil es eben unter Terrorismusverdacht stand. Also man sieht, dass diese Liste, die da hier gepflegt wird, und um gegen Terrorismus vorzugehen, wenig sinnvoll ist, also dass hier eben immer wieder gegen die Reisefreiheit der Menschen verstoßen wird. Das ist ein UN-Recht, das ist ein UN-Menschenrecht, die Reisefreiheit, und mit dieser No-Fly-List, also, und ich glaube, bei diesen Leuten kann man sicher sagen, dass es sich nicht um Terroristen handelt und auch nicht um Schwerstkriminelle, dass hier eben in diese Reisefreiheit der Menschen eingegriffen wurde und damit gegen geltendes UN-Recht verstoßen wurde. Wie gesagt, wir haben schon gesagt, die Vereinigten Staaten machen das eigentlich so seit 2001, dass sie da eben auf diese Fluggastdaten zugreifen, aber es ist nicht der einzige Staat. Auch Australien, Kanada, Mexiko, Russland sind zum Beispiel Staaten, die ein großes Interesse an diesen Fluggastdaten haben. Und die Amerikaner haben damals angefangen, nach den Anschlägen, vor allen Dingen eben Leute, die nach Amerika kommen, diese Reisedaten abzufragen. Das bedeutet, sie haben eben auch die Daten von EU-Bürgern, die nach Amerika geflogen sind, einfach abgefragt, haben den Europäern auch nichts darüber gesagt, sondern die haben es einfach gemacht. Und irgendwie ein paar Jahre später ist dann irgendjemand mal aufgegangen, dass da offensichtlich die Amerikaner einfach die Daten europäischer Bürger abgreifen, indem sie einfach zu den Airlines hingegangen sind und haben gesagt, schickt uns die Daten oder wir wollen Zugriff auf die Daten, also eins von beiden. Es gibt eben die Pull- und Push-Methode. Das bedeutet also, entweder gehen die Amerikaner zur Airline hin und sagen, wir wollen Zugriff auf eure Datenbanken, gehen dann selber in die Datenbank rein und greifen sich ab, was sie brauchen. Oder sie gehen eben zur Airline und sagen, ihr müsst das übermitteln. Und wenn die Airline eben nicht in der Lage ist, diese Daten zu übermitteln, dann gehen sie einfach direkt selbst auf die Server der Airlines. Das dürfen sie aufgrund des Patriot Acts, der eben den Amerikanern grundsätzlich ermöglicht, auf die Server, auf sämtliche Server, die in Amerika steht, einfach mal zugreifen zu dürfen. Nachdem die Europäer dann mitbekommen haben, dass eben diese Praxis stattfindet, dass die Amerikaner einfach die Daten von Europäern auswerten und dann Europäer vielleicht auch unter Terrorismusverdacht stellen, ist man auf die findige Idee gekommen, ein Abkommen mit den Amerikanern zu schließen. Also man wollte das sozusagen, diesen Datentransfer legalisieren. Und es ist vor allen Dingen deswegen passiert, weil eben europäische Airlines gesagt haben, sie bewegen sich hier in so einem rechtsunsicheren Raum. Was passiert denn, wenn jetzt so ein Europäer dann mal dagegen klagt? Das wollen wir nicht, also macht mal schnell ein Abkommen. Uns ist eigentlich erstmal im Kern egal, ob auf die Daten zugegriffen wird oder nicht. Wir wollen uns hauptsächlich in einem rechtssicheren Raum bewegen. Daraufhin hat dann eben die EU mit den Amerikanern verhandelt. Dabei herausgekommen ist ein Abkommen, was den Amerikanern ermöglicht, die Daten, die Fluggastdaten von den Reisen für 15 Jahre zu speichern. Also das bedeutet, 15 Jahre lang ist es möglich, auf diese Fluggastdaten zuzugreifen und zu wissen, wer eben vor 15 Jahren nach Amerika geflogen ist und was er dabei gegessen hat. Nachdem die Amerikaner dieses Abkommen geschlossen haben, sind dann auch die Australier und die Kanadier auf die großartige Idee gekommen, diese Daten ebenfalls zur Verfügung gestellt zu bekommen und haben dann auch mit der EU entsprechende Abkommen verhandelt. Hier allerdings sehr, sehr datenschutzfreundlich. Australien 5,5 Jahre Speicherdauer, Kanada 5 Jahre. Also hier hat man einen deutlich kürzeren Speicherzeitraum. Allerdings zum Beispiel bei Australien ist es so, dass diese transnationale schwere Kriminalität alles betrifft, was zum Beispiel mit einer Strafe von bis zu 3 Jahren verurteilt werden kann. Und in Australien ist zum Beispiel das Umbringen eines Polizeihundes eine solche Straftat. Also das bedeutet, wenn ich in Europa sitze und mir überlege, ich möchte gerne in Australien einen Polizeihund erschießen, dann werden diese Daten dann auch ausgewertet und gespeichert, weil man dann eben ein schwerer internationaler Krimineller ist. Wie gesagt, Kanada 5 Jahre. Und nachdem man diese Abkommen geschlossen hat, also bei dem Kanada-Abkommen muss man allerdings sagen, das Kanada-Abkommen wurde geschlossen, wird jetzt erneuert. Dazu später mehr. Die Verhandlungen stocken gerade, weil man genau dieses Abkommen zum EuGH geschickt hat, aber wie gesagt, dazu später mehr. Nachdem eben diese ersten 3 Abkommen geschlossen wurden, sind dann auch noch andere Staaten auf die großartige Idee gekommen, die Daten europäischer Flugreisenden zu bekommen, nämlich zum Beispiel auch Mexiko, mit dem man derzeit in Verhandlungen ist seit ein paar Tagen,
und auch Russland. Dazu gesellen sich noch andere Staaten, die großes Interesse angemeldet haben, also dazu nur zum Beispiel die Vereinigten die Emirate, also sowas wie Dubai und so, genau, Arabischen Emirate. Also man sieht also auch bei Russland, ne, also das ist dann, während man vielleicht bei den USA noch von transatlantischer Freundschaft und geschlossenen gemeinsamen Kampf von Terrorismus sprechen kann, kommen dann immer mehr Staaten dazu, wo es deutlich zweifelhafter ist, ob die tatsächlich den Zugriff unbedingt auf die Reisedaten von europäischen Bürgerinnen und Bürgern haben sollten. Insbesondere dann auch, was Datensicherheit betrifft und was die Weitergabe dieser Daten an zum Beispiel Geheimdienste betrifft. Und wir wissen ja auch seit Edward Snowden, dass halt auch Wirtschaftsspionage ein großes Thema ist. Also wenn man eben die Daten von allen Flugreisenden kennt, dann kann man damit auch sehr, sehr viel eben ablesen, was sie denn für mögliche Geschäftsbeziehungen aufbauen oder bereits haben. Und von daher also sehr, sehr sensible Daten, die da übermittelt werden. Das stört aber alles nicht, weil man ist in der EU auf die großartige Idee gekommen, ein eigenes EU-PNR-System aufzubauen. Also nachdem man gemerkt hat, dass alle anderen Staaten großes Interesse an diesen Daten haben, ist man auch in der EU auf die Idee gekommen, wir brauchen ein eigenes EU-PNR-System. Also das bedeutet, alle Reisenden, die in die EU fliegen oder aus der EU rausfliegen, sollen eben entsprechend gespeichert werden, so die Idee der EU-Kommission. Sie hat dann am 2. Februar 2011 einen entsprechenden Vorschlag vorgelegt, dass eben diese Daten entsprechend gespeichert werden sollen. Das bedeutet, wir sind seit jetzt nunmehr 4 Jahren eigentlich in einer Diskussion darüber, wie dieses EU-PNR-System, diese Vorratsdatenspeicherung von Reisendaten auf europäischer Ebene aussehen soll. Der Vorschlag der Kommission war, das ist ein Zitat, mit diesen Daten möchte man bisher unbekannte Verdächtige identifizieren. Also das ist die Idee dieser Datensammlung. Also es ist ganz klar, hier geht es um Profiling, hier geht es um Data Mining, hier geht es nicht darum, um tatsächlich eine Strafverfolgung zu realisieren, sondern damit um Predictive Policing, Profiling und ähnliche Maßnahmen durchführen zu können. Man hat sich auf eine Speicherfrist von 5 Jahren festgelegt, also das bedeutet, dass eben 5 Jahre in die Vergangenheit zurückverfolgt werden kann, ob eben jemand mit einem Apfel irgendwo rumreist oder nicht. Um das Ganze datenschutzfreundlich zu gestalten, hat man gesagt, okay, diese Daten sollen nach 30 Tagen, nachdem sie im kompletten vollen Format zur Verfügung stehen, anonymisiert werden. Das bedeutet, der Name wird gelöscht. Allerdings kann man diese Daten, und das ist das sehr Interessante an diesem Text, auch de-anonymisieren. Ja, also da sollte man sich auch mal fragen, was der Begriff Anonymisierung denn tatsächlich bedeutet, ob man da nicht eher von einer Pseudonymisierung vielleicht sprechen sollte. Also, aber auf jeden Fall ist die Kommission offensichtlich in der Lage, Daten zu anonymisieren und danach auch wieder zu de-anonymisieren. Es ist eine interessante Technik, die sie da anwenden. Und nach diesen 30 Tagen soll das eben in so eine ruhende Datenbank, diese Daten, eingepflegt werden. Und wenn dann eben doch irgendwie ein Terrorismusverdacht entsteht, sollen die Daten eben wieder demaskiert werden. Wie schon angedeutet, die Kommission schlägt eben vor, dass alle Flüge überwacht werden sollen, die aus der EU herausgehen und in die EU hineingehen. Also das bedeutet, wenn man von München nach Zürich fliegt, ist man in dieser Datenbank drin. Und das Problem, das ist auch bei diesen ganzen Abkommen der Fall, ist, dass eben sensible Daten alle erstmal übermittelt werden und dann nachfolgend von den Ermittlungsbehörden gelöscht werden sollen. Also das bedeutet, weil man diesen Datensatz halt eben schwer unter Kontrolle behalten kann, also zum Beispiel ist es eben sehr, sehr schwer zu kontrollieren, was eben für sensible Informationen in diesem Freifeld drinne stehen, werden die Daten alle erstmal übermittelt, also sämtliche Informationen, die über einen Reisenden zur Verfügung stehen, also zum Beispiel, wenn jemand in dieses Freifeld reinschreiben würde, also Religionszugehörigkeit zum Beispiel, das wäre eben so ein Datum, was eigentlich gegen Grundrechte verstößt, wenn es denn übermittelt wird, würde dann erstmal übermittelt werden und wird dann im Anschluss von der Ermittlungsbehörde gelöscht. Also es ist ungefähr so, wie wenn ein Hund auf eine Wurst aufpasst. Ist es nicht so, dass das Abkommen zwischen EU und USA auch ermöglicht, innereuropäische Flüge einzusehen von den USA aus? Also, das Abkommen verbietet es grundsätzlich, dass innereuropäische Flüge angesehen werden. Ob die Amerikaner sich daran halten, ist fraglich. Denn, also grundsätzlich ist es so, dass eine Evaluierung des Abkommens stattfindet. Also das bedeutet, man schaut, ob die Amerikaner sich
eben an die Vorschriften, die das Abkommen vorsieht, gehalten haben. Und diese Evaluierung sieht so aus, dass dann eine Delegation von Mitarbeitern der EU-Kommission, von Datenschutzbehörden, das sind so ungefähr 5-6 Leute, die fliegen nach Amerika, setzen sich dann in das Department of Homeland Security, also das sind die, die das sozusagen verwalten, diese Datenverarbeitung, und fragen die dann, habt ihr euch an das Abkommen gehalten? Und dann sagen die dann, ja. Und dann fliegen die wieder zurück und sagen, alles super. Das Problem dabei ist, dass selbst wenn eben eine entsprechende Verletzung dieses Abkommens stattfindet, wie eben in der letzten Evaluierung stattgefunden, also die Amerikaner haben tatsächlich gesagt, ja, wir haben gegen das Abkommen verstoßen. Und zwar haben die, also es ist möglich, dass nachdem die Daten an die amerikanischen Behörden übermittelt wurden, diese Daten dann auch an Drittstaaten weitergegeben werden können. Also die Amerikaner können sich dann hinsetzen und können sagen, ja, die Kanadier sollten auch unbedingt wissen, wer hier bei uns jetzt eingereist ist. Das kann aber nur stattfinden, wenn das Land, aus dem die Person kommt, also wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt nach New York fliege und diese Daten dann von dem DHS an Kanada weitergegeben werden können, müssen die deutschen Behörden informiert werden darüber, dass die Daten weitergegeben werden können, weil die deutschen Behörden müssen dann feststellen, ob das Datenschutzniveau in dem Empfängerland, also in dem Drittstaat, als angemessen gilt. Und erst wenn die deutsche Behörde dann sagen würde, ja, ihr könnt die Daten weitergeben, das Datenschutzniveau ist ausreichend, dann dürfen diese Daten weitergegeben werden. Und die Amerikaner haben die einfach so weitergegeben. Also Datenschutz aller Passing. Also genau. Und das Kernproblem dabei ist eben tatsächlich, dass das auch in diesem Kommissionsbericht drinne stand, aber die Kommission sieht da eigentlich überhaupt kein Problem. Also das steht so in so einem Nebensatz, so ganz verschachtelt irgendwo in der Mitte des Textes, wird das mal so am Rande erwähnt, dass da eigentlich so ein Vertragsbruch stattgefunden hat, und die Kommission kommt trotzdem eben zu dem Ergebnis, dass das Abkommen super eingehalten wurde, dass es überhaupt keine Probleme gibt und alles prima ist. Grundsätzlich weiß man auch eben durch die Abfrage von PNR-Daten, dass es immer wieder eben möglich ist, also zum Beispiel, wenn ich so eine komplette Reise buche, also zum Beispiel einen Anschlussflug habe, ich fliege zum Beispiel von Berlin nach New York und fliege da über Frankfurt, dann ist eben dieser Flug Berlin-Frankfurt mit aufgenommen. Und das kann eben dadurch sein, dass dadurch eben innereuropäische Flüge auch übermittelt werden. Diese Information müsste dann aber eben entsprechend dann von der amerikanischen Behörde auch wieder gelöscht werden, weil sie ja nicht in dem Abkommen aufgenommen ist. Ob sie das dann eben, wie gesagt, tatsächlich tun, bleibt fraglich, weil eben diese Evaluierung, ob denn dieser Datenschutz eingehalten wurde, ausschließlich daraus besteht, dass die Behörden befragt werden. Das heißt, eigentlich müsste man sich ja fragen, was die NSA gegen die Kontrolleure, die da regelmäßig rüberfliegen und das einfach abnicken, in der Hand haben. Ne? Das könnte man sich fragen, ja. Okay. Man könnte aber auch das DHS fragen, weil die wissen ja auch von den Kontrolleuren, wo die letzten 15 Jahre so rumgeflogen sind. Also, und wie gesagt, also wenn man 15 Jahre zurückgucken kann, wer mit wem irgendwo hingeflogen ist, sind sicherlich interessante Informationen dabei. Und wie gesagt, auch hier in dem EU-PNR ist vorgesehen, dass die Daten auch an Drittstaaten übermittelt werden können, wenn diese ein ausreichendes Datenschutzniveau haben, was aber eigentlich jetzt nicht genauer definiert wird. Also wenn man herausgefunden hat, dass die Amerikaner ein ausreichendes Datenschutzniveau hat, dann kann man die Daten eigentlich überall hingeben. Aber nun gut. Genau. Wär denkbar. Nachdem die EU-Kommission gemerkt hat, dass da 2 Jahre lang relativ großer Widerstand, vor allen Dingen im EU-Parlament, gegen diese Vorratsdatenspeicherung existiert, also der Rat war, also die Mitgliedstaaten der EU waren eigentlich relativ begeistert von dem Kommissionsvorschlag, haben also das ein bisschen ausgeweitet, den Vorschlag der EU-Kommission, aber im Kern eigentlich bestätigt. Das EU-Parlament hat sich enorm viel Zeit gelassen, sehr lange, sehr intensive Diskussionen geführt. Es zeigte sich, dass es also auf keinen Fall sichere Mehrheiten dafür gibt, diese Vorratsdatenspeicherung einzuführen. Hat die EU-Kommission angefangen, einfach mal Fakten zu schaffen, nämlich sie hat angefangen, 50 Millionen zu investieren in den Aufbau von den entsprechenden Systemen. Also diese Daten müssen ja irgendwo gespeichert und verarbeitet werden. Und dann hat man einfach mal eine Ausschreibung gemacht und hat gesagt, also das EU-PNR-System wird ja auf jeden Fall kommen. Ja, also es ist doch völlig egal, wie das EU-Parlament darüber entscheidet. Wir geben jetzt mal 50 Millionen dafür aus, dass jetzt erstmal die Kapazitäten überhaupt dafür aufgebaut werden. Österreich hat sich im Übrigen auch dafür beworben.
und hat da auch, glaube ich, so ein, also 1,3 Millionen dafür bekommen, eben an diesem System mitzuwerkeln und das entsprechend, also die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass wenn dieses EU-PNR vom EU-Parlament verabschiedet wird, dann auch direkt starten kann. Dummerweise hat dann nur 2 Monate später das EU-Parlament, also beziehungsweise der Innenausschuss des EU-Parlaments mit einer überraschend deutlichen Mehrheit von 30 zu 25 Stimmen gegen die Einführung dieser Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten gestimmt. Das bedeutet, der Innenausschuss des EU-Parlaments ist sozusagen der empfehlende Ausschuss, das ist der federführende Ausschuss. Er empfiehlt dem Plenum, also da, wo alle Abgeordneten des Parlaments sitzen, wie diese sich denn verhalten sollen, wie diese abstimmen sollen. Und das war doch recht überraschend, dass es, also 5 Stimmen klingt jetzt erstmal nicht viel, aber in dem Fall doch recht überraschend, weil es eigentlich eine konservative Mehrheit in diesem Ausschuss gibt, dass hier eben offensichtlich auch konservative Abgeordnete gegen diesen Vorschlag gestimmt haben. Möglicherweise haben auch eben diese Aktion der EU-Kommission nur 2 Monate vorher dazu geführt, dass sich eben die Abgeordneten ein Stück weit dupiert gefühlt haben. Möglicherweise haben sie aber auch tatsächlich aus Überzeugung dagegen gestimmt, das lässt sich nur schwer nachfolgen. Und die NSE hat die Hausaufgaben nicht gemacht. Oder das, ja. Im Juni, am 10. Juni 2013, sollte dann eigentlich im Plenum über dieses EU-PNR abgestimmt werden. Also das bedeutet, das gesamte EU-Parlament sollte eben darüber befinden, ob jetzt dieses EU-PNR eingeführt wird, und das wäre dann auch tatsächlich die finale Entscheidung gewesen. Also da gibt es dann kein Zurück mehr. Also hätten die gesagt, ja, wir wollen das, wäre es eingeführt worden. Wenn sie gesagt hätten, nein, wir wollen es nicht, wäre es nie eingeführt worden. Das Thema war passé. Da sind dann die Konservativen allerdings wieder sehr aktiv geworden und haben gesagt, oh, wir müssen mehr diskutieren über das Thema, und haben das EU-PNR zurück in den Ausschuss verwiesen. Also das bedeutet, es ist nicht zu einer Abstimmung gekommen, sondern man hat gesagt, wir wollen das Thema weiter offen halten und wollen weiter darüber diskutieren. Man wollte es eigentlich im Kern über die EU-Wahl bringen und hoffte dann eben, dass sich die Mehrheitsverhältnisse nach der EU-Wahl entsprechend im EU-Parlament ändern. Das hat auch im Großen und Ganzen geklappt. Also es ist eine deutlich mehr konservative im EU-Parlament als vor der EU-Wahl. Also das war sozusagen ein bisschen das Ziel, das Projekt über die EU-Wahl zu kriegen, um dann eben einen neuen Anlauf zu unternehmen. Und seitdem wird tatsächlich eben jetzt seit gutem Jahr wieder im LIBE-Ausschuss, also in dem Innenausschuss des EU-Parlaments, eben über diese Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten diskutiert. Vor der Abstimmung im April 2013 waren die Änderungsanträge, die die Abgeordneten gestellt haben, also nicht so weitgehend, wie sie jetzt sind. Also die Diskussion verlief eigentlich im Kern darum, ob jetzt innereuropäische Flüge auch überwacht werden sollen oder nicht. Dafür gab es eigentlich aber eine deutliche Mehrheit, dass das nicht passieren soll. Seit den jüngsten Diskussionen, also die aktuellen Vorschläge eben im Innenausschuss, laufen aber eben in die Richtung, dass auf jeden Fall innereuropäische Flüge auch überwacht werden sollen. Also das bedeutet nicht mehr nur die Flüge, die von der EU in Drittstaaten geführt werden und von Drittstaaten in die EU, sondern dass auch Flüge eben zum Beispiel von Berlin nach Wien überwacht werden sollen. Es gibt auch sehr viele Vorschläge, also sehr viele Abgeordnete sind dafür auch eben, dass nationale Flüge überwacht werden, wobei es, also ich würde sagen, nicht unbedingt eine Mehrheit dafür gibt, aber für die innereuropäischen Flüge ist es durchaus denkbar, dass es da eine entsprechende Mehrheit gibt. Es sollen Europol-Schnittstellen eingeführt werden, also das bedeutet, der Kern des Systems war, dass der Staat, wo das Flugzeug startet, und der Staat, wo das Flugzeug landet, dass diese beiden eben Zugriff auf diese Daten haben und sonst niemand, und diese Daten dann eigentlich nur übermittelt werden sollen eben an andere Staaten, wenn denn das relevant ist. Jetzt ist man darauf gekommen, dass wir ja noch eine europäische Polizeibehörde haben und diese dann auch unbedingt noch Zugriff auf diese Daten haben soll. Also das wäre dann sozusagen die Stelle in Europa, die dann Zugriff auf den kompletten Datensatz hätte von allen Reisenden, die in Europa unterwegs sind. Und weil man festgestellt hat, dass 5 Jahre offensichtlich zu kurz ist als Speicherdauer, haben dann eben viele Konservative auch jetzt noch den Vorschlag eingebracht, dass die Speicherdauer auf 7 Jahre erhöht werden soll. Offensichtlich, weil man gemerkt hat, dass es in Amerika 5 Jahre auf keinen Fall ausreichen. Also es gibt auch überhaupt keine sinnvolle Begründung dafür oder keine Argumentation dafür,
warum zum Beispiel diese Speicherdauer ausgeweitet werden soll. Also es ist relativ flexibel sozusagen, welche Zeitdauern da angegeben werden. Also es gibt keine sinnvolle Begründung, die sagt, also unsere Erfahrung sagt, dass wir 7 Jahre, 5 Jahre, 3 Jahre oder 15 Jahre speichern sollen. Also es hat sich einfach irgendjemand ausgedacht und dann werden eben darüber Fakten geschaffen. Ich glaube schon, aber die Menge der Daten gehört ja durchgeschaffen. Ja, da brauchen wir seine Zeit, ja. Das, auch ein interessanter Punkt, so hatte ich auch noch nicht darüber nachgedacht, ja. Und wie gesagt, also man muss halt diese Vorschläge auch unter dem Lichte sehen, dass das nach dem EuGH-Urteil zur Vorratsdatenspeicherung gemacht wurde. Also offensichtlich reicht so ein Urteil über die Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten nicht aus, so ein Thema zu beerdigen, sondern die Speicherung auch noch auszuweiten. Ich habe es eben schon kurz angesprochen, im April 2014 gab es eben das Urteil des EuGH zur Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten, unter anderem Österreich war ja an dieser Klage und an diesem Verfahren beteiligt. Und der juristische Dienst des EU-Parlaments hat sich, weil ja eben jetzt dieser Vorschlag auch im EU-Parlament liegt, mit diesem Thema auseinandergesetzt und hat zunächst erstmal einfach überprüft, inwieweit die Vorratsdatenspeicherung, also inwieweit eine neue Einführung von Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten nach dem EuGH-Urteil überhaupt möglich und zulässig wäre, und hat nebenbei auch noch untersucht, inwieweit denn das Auswirkungen auf bestehende Vorratsdatenspeicherung oder geplante Vorratsdatenspeicherung, eben entweder die von Bankdaten oder in diesem Fall jetzt von PNA, Auswirkungen haben könnte. Und der juristische Dienst des EU-Parlaments ist eben zu dem Ergebnis gekommen, dass das Urteil des EuGH auch Auswirkungen eben auf die Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten hat und dass das EuGH-Urteil eben zu beachten ist. Wie gesagt, die EU-Abgeordneten haben nach dieser Information eben dann angefangen, Änderungsanträge einzubringen, die dazu geführt haben, dass die Speicherdauer ausgeweitet werden soll, dass der Zweck ausgeweitet werden soll und so weiter und so fort. Also offensichtlich ignoriert mir hier die Meinung des juristischen Dienstes des EU-Parlaments oder aber hat das Urteil zur Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten nicht verstanden. Wenn man sich das dann im Detail ein bisschen genauer anguckt, bedeutet das eben, dass eben dieses EU-PNR, was vorgesehen ist, eine ebenso dauerhafte und eine ebenso verdachtsunabhängige Speicherung von Daten über Menschen ist, wie das bei der Kommunikationsdatenvorratsdatenspeicherung ist. Denn hier werden einfach sämtliche Reisenden überwacht, also es gibt keine Einschränkungen und das Ganze passiert eben dauerhaft, eben 5 Jahre oder 7 Jahre oder wie lange auch immer das am Ende des Tages dann dauern soll, und damit widerspricht es eben klar diesem EuGH-Urteil. Zwischendurch wurde auch mal überlegt im EU-Parlament, um das ein bisschen zu entschärfen, dass man sozusagen nur High-Risk-Flüge definiert, also dass man zum Beispiel sagt, keine Ahnung, jeder, der aus Syrien kommt, der ist jetzt mal per se verdächtig. Oder jeder, der über Großbritannien fliegt, ist jetzt per se mal verdächtig. Oder jeder, der aus der Schweiz kommt. Also, dass man sozusagen das Ganze ein bisschen einschränkt. Allerdings ist man dann auch zu dem Ergebnis gekommen, dass das eigentlich keinen Unterschied macht, weil man ja dann trotzdem nicht Personen genau die Leute mit einem Verdacht konfrontiert, sondern dass ja auch in so einem Flugzeug immer noch unschuldige Menschen sitzen und nicht jeder, der nach Syrien fliegt, halt automatisch ein Terrorist ist oder was auch immer. Also von daher, selbst wenn man eben diese Sachen ein Stück weit einschränken würde, wäre das tatsächlich so, dass es immer noch eine verdachtsunabhängige Speicherung wäre, die eben der EuGH kritisiert. Darüber hinaus gibt es eben keine Differenzierung bei den Datenkategorien. Also das bedeutet, der komplette Datensatz wird einfach übermittelt. Es wird jetzt nicht gesagt, okay, sowas wie zum Beispiel der gesundheitliche Zustand eines Reisenden ist eine Information, die wir jetzt nicht brauchen, oder irgendwelche anderen Sachen. Und vor allen Dingen eben, wie gesagt, es dürfte auch durchaus sehr problematisch sein, wenn eben diese Daten erstmal komplett übermittelt werden und dann eben die Ermittlungsbehörde im Nachhinein erst schaut, ob eine Information sensibel ist oder nicht. Im Übrigen ist das auch ganz interessant, in Australien, also dieses Abkommen zwischen der EU und Australien, bei der Evaluierung hat man eben gefragt, wie die denn überhaupt diese Informationen herausfiltern, also wie die denn jetzt dahin gehen und sagen, das ist ein sensibles Datum, das wollen wir
nicht speichern. Und da haben die Australier gesagt, ja, also das ist ganz schwierig. Wir haben das versucht, irgendwie zu automatisieren, diesen Prozess. Aber so richtig gelingt das eben nicht. Und es kommen eben immer wieder sehr, sehr viele Informationen, die hier in unseren Datenbanken liegen, die eben äußerst sensibel sind, die wir aber eben erst sehen und dann im Anschluss eben löschen müssen. Und das Problem ist eben, dass das ja im Grunde dann auch händisch gemacht werden muss. Und bei also den Reisenden nach Australien mag das vielleicht noch irgendwie realisierbar sein. Also so wahnsinnig viele Europäer fliegen ja jetzt nicht, oder beziehungsweise viele Flüge gehen ja jetzt nicht von der EU nach Australien. Bei dem Abkommen mit Amerika bin ich da schon deutlich skeptischer. Es sind ja mehrere zigtausend Leute, die da halt am Tag hin und her fliegen. Und bei einem EU-PNR, wo eigentlich jeder Flug, der also nach Europa kommt und zurück, also es sind ja, also weiß ich nicht, hunderttausende Reisende jeden Tag, wo dann immer wieder einer sitzen muss und dann sozusagen diesen Datensatz sich händisch angucken muss, um zu gucken, ob da sensible Daten dabei sind. Also halte ich halt tatsächlich für auch schwer realisierbar, das zu machen. Also es hört sich in der Theorie vielleicht ganz nett an, wie das in der Praxis aussehen soll. Da habe ich meine Zweifel. Und natürlich ist auch immer noch die Speicherjahre, die Speicherdauer von, also jetzt im Kern 5 Jahren, problematisch. Also wie gesagt, also dass ein EuGH sich durch das Wort Anonymisierung überzeugen lässt, da bin ich auch durchaus skeptisch. Möglicherweise würde das durchschauen, dass hier eben die Daten tatsächlich nicht anonymisiert werden, sondern einfach nur in eine andere Datenbank geschoben werden und tatsächlich eben für 5 Jahre oder wie eben die Vorschläge jetzt sind, für 7 Jahre gespeichert werden sollen. Also auch die Speicherdauer könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wenn dieses EU-PNR eingeführt wird und zum EuGH gelangen sollte, dass dieser dem dann durchaus skeptisch gegenübersteht. Und dann hatte ich es vorhin schon angedeutet, es ist eben so, dass auch das Kanada, also das Abkommen zwischen der EU und Kanada jetzt beim EuGH liegt. Und zwar ist es so, dass vor einigen Jahren mit Kanada ein Abkommen geschlossen wurde. Dann hat man ziemlich lange rumverhandelt, um das entsprechend zu erneuern. Und im November 2014 sollte dann eben über dieses aktualisierte neue Abkommen mit Kanada zur Übermittlung dieser Fluggastdaten im EU-Parlament abgestimmt werden. Und da sind dann die, also das war kurz, also ein halbes Jahr nach dem Urteil zur Vorratsdatenspeicherung, und da haben dann eben einige EU-Abgeordnete gesagt, also hier handelt es sich auch um eine Vorratsdatenspeicherung, wir sind uns nicht sicher, und haben da durchaus unsere Bedenken, weil das Problem ist, dass wenn einmal so ein Abkommen geschlossen ist, das ist auf 7 Jahre in der Regel angelegt, dieses Abkommen, also jetzt in dem Fall von PNA, kann man das nicht mehr so einfach zurücknehmen. Deswegen wollen wir das vorab vom EuGH überprüfen lassen. Also seit der letzten Vertragsreform ist es eben möglich, dass das EU-Parlament sagt, bei internationalen Abkommen, die geschlossen werden sollen, wenn dort rechtliche Zweifel bestehen, kann dieses zur Vorabprüfung zum EuGH geschickt werden. Also das bedeutet, bevor dieser Vertrag unterschrieben wird, wird er in seiner von der EU-Kommission ausgehandelten finalen Fassung, also so wie er eigentlich dann vom EU-Parlament ratifiziert werden sollte, zum EuGH geschickt, und dieser überprüft das dann. Das Ganze geht deutlich schneller als so ein Urteil, wie eben zur Vorratsdatenspeicherung, was ja einige Jahre gedauert hat, bis er da tatsächlich sein Urteil verkündet hat, der EuGH. Hier rechnen wir, dass, also es ist das allererste Mal, dass sowas überhaupt passiert. Also von daher gibt es jetzt keine Vergleichswerte, dass man sagen könnte, also der EuGH braucht immer zwischen, weiß ich nicht, 5 Monaten und 1,5 Jahren für so eine Überprüfung. Aber da es sich eben hier um so ein internationales Abkommen handelt, die EU Interesse daran hat, grundsätzlich auch außenpolitisch jetzt die Leute nicht so ewig lange auf die Bank zu schieben, gehen wir davon aus, dass der EuGH relativ zügig da zu einem Ergebnis kommen wird. Also ich würde mal schätzen, dass vielleicht Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres entsprechend eine Meinung vom EuGH da vorgelegt wird, und das wird eben sozusagen dann auch schon sozusagen der Lackmustest dafür, inwieweit so ein EU-PNR tatsächlich den Grundrechten der EU entspricht. Wenn nämlich der EuGH über dieses Kanada-PNR sagt, dass es nicht mit den Grundrechten der EU, also mit der Charta der Grundrechte der EU kompatibel ist, dann ist es relativ sicher, dass dieses dann auch eben für das EU-PNR zutrifft. Von daher gibt es da jetzt auch, also es wird eine sehr, sehr interessante Entscheidung vom EuGH,
Und von daher gibt es jetzt im EU-Parlament eigentlich so zwei verschiedene Wege, die da probiert werden. Also das sind die eine Gruppe von Abgeordneten, die zunächst erstmal sagen, wurscht, was der EuGH zum Kanada-PNA sagt, wir wollen jetzt sofort dringend das EU-PNA erstmal einführen, Fakten schaffen und dann im Nachgang möglicherweise korrigieren. Das könnte dann zum Beispiel diese Korrektur auch so aussehen, wie wir es jetzt eben bei der Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten kennen, also dass dann einfach gesagt wird, okay, eine europäische Lösung ist vielleicht jetzt erstmal ein bisschen in weite Ferne gerückt, aber die Nationalstaaten fangen dann erstmal an, wieder Fakten zu schaffen, wie es jetzt eben zum Beispiel in Deutschland der Fall ist, wo eben die VDS wieder eingeführt werden soll und wahrscheinlich auch wird. Und dann gibt es natürlich die andere Gruppe von Abgeordneten, die sagt, wir wollen erstmal die Beurteilung des EuGH zu dem Kanada-PNA abwarten, um dann zu entscheiden, wie wir mit dem EU-PNR weiterverfahren. Interessant wird natürlich auch sein, was mit den anderen bestehenden Abkommen, also eben zum Beispiel mit Australien und Amerika passiert, wenn denn der EuGH sagt, dass das Kanada-PNA gegen europäische Grundrechte verstößt. Also hier wird es dann sehr interessant sein, welchen Stand die EU-Kommission sich auslegt, um da irgendwie diese Grundrechtsverletzungen zu beenden. Also wir sehen, also auf der juristischen Ebene tut sich da einiges. Aber wir versuchen natürlich auch, uns nicht nur auf die Gerichte zu verlassen, sondern versuchen natürlich auch, vor allen Dingen jetzt eben im EU-Parlament, auf die Abgeordneten einzuwirken und den Abgeordneten klarzumachen, dass wir diese Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten nicht wollen, unabhängig davon, was Gerichte sagen. Und darum haben wir eben zum Beispiel so Postkarten erstellt. Ich habe dir hier welche mitgebracht, die könnt ihr euch gerne mitnehmen. Und zwar, das sind diese beiden oberen, wo dann eben Bezug nehmend auf dieses Buch, was in diesem PNA-Daten stand, was ich vorhin gezeigt hatte, erwähnt wird, spannende Lektüre auf dem Flug. Wir speichern das, oder also in dem Fall sind Sie sicher. Und dann findet sich eben hier hinten nochmal ein kleiner Text dazu, was eben in diesen PNA-Daten drin steht und was das Problem dabei ist. Und das soll man dann eben, oder das wäre schön, wenn man das dann eben an die EU-Abgeordneten schickt, vor allen Dingen eben an die Mitglieder des Libel-Ausschusses. Also der Text ist schon vorgedruckt. Alles, was man machen muss, ist sich eine Briefmarke zu organisieren, die draufzukleben und eben die Adresse des Abgeordneten. Die findet man relativ leicht, wenn man auf die Seite des EU-Parlaments geht. Dann kann man da auf Mitglieder klicken und dann kann man eben sich sein entsprechendes Lieblingsmitglied des EU-Parlaments raussuchen und dem so eine Postkarte zukommen lassen. Also man kann das zum Beispiel auch ganz gut filtern, eben nach allen österreichischen Mitgliedern des EU-Parlaments oder eben nach allen Mitgliedern des Innenausschusses des EU-Parlaments. Und die Postkarte ist grundsätzlich mal in Deutsch, also das wäre ganz sinnvoll, wenn man das an deutschsprachige Abgeordnete schickt. Wir haben auch noch eine englische Version davon, die haben wir mit unserer Dachorganisation European Digital Rights, ETRI, die in Brüssel sitzen, erstellt. Und die haben wir dann eben sozusagen jetzt schon auch allen Mitgliedern des EU-Parlaments zukommen lassen, die eben nicht deutschsprachig sind. Die zweite Möglichkeit, die wir anbieten, was gemacht werden kann, ist, dass so kurze Video-Statements gemacht werden. Also ich habe mir so ein Video aufgenommen, was so ungefähr eine Minute geht, sozusagen nochmal aufgerufen wird, sozusagen, dass diese Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten abzulehnen ist, und dann kann man den Abgeordneten dieses Video zuschicken. Ist vielleicht angenehmer, als wenn die ganze Zeit mit irgendwelchen E-Mails bombardiert werden, wenn sie sich auch zwischendurch mal was angucken können. Und die dritte Möglichkeit oder beziehungsweise die dritte Sache, die wir gemacht haben, ist, dass wir bereits jetzt schon zweimal an Flughäfen demonstriert haben in jüngster Vergangenheit, wo wir dann eben, das ist in Tegel am Flughafen, an zwei Tagen in ganz Deutschland war das, auf Flughäfen aktiv waren. Also das bedeutet, es war eine dezentrale Aktion, also in Köln, in Frankfurt, hier eben in Berlin. Und ich weiß nicht, an wie vielen Flughäfen noch, Köln, Bonn, Düsseldorf und so weiter und so fort. Also an sehr, sehr vielen Flughäfen hat dann sozusagen diese Aktion stattgefunden. Und es ist tatsächlich auch übermittelt, dass einige Leute in Berlin losgeflogen sind und dann in Düsseldorf angekommen sind und dort sozusagen den Protest auf einer anderen Ebene wieder gesehen haben und gesagt haben, hey, ich habe eure Kollegen schon in Berlin gesehen. Also das war eigentlich auch so die Idee davon, dass halt sozusagen die Reisenden auch da mitkriegen, dass es eine dezentrale Aktion ist und über dieses Problem informiert sind. Wir haben dann da eben auch diese Postkarten verteilt, anderes Material und die versucht, die Leute da direkt vor Ort anzusprechen, wo eben dieses Problem stattfindet. Also das wird sicherlich dann auch nach der Sommerpause wieder stattfinden. Also jetzt ist erstmal Sommerpause im EU-Parlament, da ist erstmal Ruhe.
Die Leute fliegen auch alle in den Urlaub, da wollen die wahrscheinlich eher nicht mit solchen Themen konfrontiert werden, aber wenn die Sommerpause rum ist, das Thema eben wieder im Innenausschuss debattiert wird, werden wir sicherlich auch wieder an Flughäfen demonstrieren. Und geplant ist, also der Zeitplan jetzt ist eben, dass im EU-Parlament bis Ende des Jahres will man auf jeden Fall diese Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten verabschiedet haben. Der Werdegang ist grundsätzlich, dass eben wieder dieser Innenausschuss des Parlaments darüber abstimmen wird, also der damals 2013 mit 30-25 Stimmen dagegen gestimmt hat. Und danach eben das Plenum, das kann eben dann relativ zügig gehen, also innerhalb von 2-3 Wochen kann dann eben tatsächlich so eine Abstimmung aufgerufen werden und dann auch entsprechend durchgeführt werden. Also von daher immer ein bisschen die Ohren und Augen offen halten, und zwar zum Beispiel auf Twitter kann man @NoPNR folgen, also das ist diese Initiative, die sich dezidiert dafür einsetzt und sozusagen so eine One-Issue-Campaign, die eben sich damit auseinandersetzt, was die aktuellen Entwicklungen sind, die auch immer auf dem Blog darüber entsprechend berichten, also nopnr.org kann man immer lesen, was gerade der aktuelle Stand ist, ob eben jetzt gerade sinnvoll ist, EU-Abgeordnete zu kontaktieren oder ob es gerade sinnvoll ist, an den Flughafen zu gehen oder was auch immer. Auch auf digitalegesellschaft.de kann man diese Informationen finden, da findet man aber noch 100.000 andere netzpolitisch relevanten Informationen, und man kann auch mir folgen, da wird man das entsprechend auch herausfinden. Und jetzt gibt es noch Raum für Fragen, Anmerkungen und Kritik. Also ich bin Geschäftsführer der digitalen Gesellschaft, also ist sozusagen mein Pro-Job. Und diese Initiative NoPNR habe ich also kurz nachdem die EU-Kommission 2011 dieses EU-PNR vorgestellt hat, ich glaube im April 2011 habe ich diese Initiative gegründet. Und ich habe zu dieser Zeit damals noch im EU-Parlament gearbeitet, für Martin Ehrenhauser, Österreichsmitglied damals im EU-Parlament, und bin danach dann eben zur digitalen Gesellschaft gegangen und arbeite da seit jetzt anderthalb Jahren als Geschäftsführer. Und wir bearbeiten da also für die digitale Gesellschaft eigentlich sämtliche netzpolitische Themen, die in Deutschland relevant sind, also sowas wie WLAN-Störerhaftung, oder Massenabmahnungen, jetzt aktuell die Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten, aber eben auch Themen, die auf europäischer Ebene relevant sind, eben zum Beispiel auch die Fluggastdatenauswertung. Und ich habe damals, als ich noch in Brüssel gearbeitet habe, mit der DigiGuest zusammen eine Website erstellt, eine Kampagne gemacht, wo man eben die EU-Abgeordneten einzeln den E-Mails schreiben sollte und da sozusagen denen ihre Position zum PNA abfragen. Und dann haben wir die sozusagen ein bisschen sortiert nach Grün, für gegen PNA, gelb unentschlossen und rot dagegen, also oder für PNA. Sozusagen, dass man dann besser wissen konnte, an wen man zum Beispiel solche Postkarten schickt oder ähnliches. Und von daher ist sozusagen darüber diese Verbindung zur digitalen Gesellschaft entstanden, und jetzt ist das sozusagen eine Kampagne, die von beiden, also NoPNA ist im Grunde einfach nur ein Blog und ein paar Leute, also vor allen Dingen ich, die da einfach versuchen, den aktuellen Stand zu entwickeln. Die DigiGuest ist tatsächlich ein eingetragener Verein. Und von daher ist das halt so ein größeres Sprachrohr. Deswegen habe ich mich damals entschlossen, die Initiativen mit denen zusammenhang. Ich arbeite aber auch zum Beispiel mit dem AK-Vorrat in Deutschland zusammen und anderen Organisationen als NoPNA. Also das ist ganz interessant, weil die Argumentationskette vor allen Dingen der EU-Kommission hat sich über die Jahre permanent geändert. Also als man 2011 den Vorschlag gemacht hat, wollte man damit vor allen Dingen Drogenschmuggler finden. Da hat man dann irgendwie gesagt, also weiß ich nicht, in Schweden wurden anhand von Fluggastdaten irgendwie mal, weiß ich nicht, ein paar Gramm Kokain festgestellt, weil die Leute fliegen jetzt selten tonnenweise im Linienflug mit Kokain irgendwie in der Gegend rum. Dann hat man festgestellt, dass das Argument halt irgendwie ziemlich schwachsinnig ist, weil eben vor allen Dingen Drogendealer halt selten eben im Linienflug unterwegs sind, sondern, weiß ich nicht, in Mini-U-Booten oder über Balkanrouten mit irgendwelchen anderen Gerätschaften hier ankommen oder tatsächlich eben mit einem Privatflugzeug. Und dann gab es auch wenig Terroranschläge in dieser Zeit, sodass man da jetzt auch die Terroristen nicht so richtig aus der Kiste kramen konnte.
Und als dann so der ein oder andere Terrorist im Vorfeld geschnappt wurde oder jetzt eben auch mit Frankreich, wurde dann wieder gesagt, ja, wir brauchen unbedingt diese Fluggastdaten, weil, also die Begründung ist halt immer relativ abenteuerlich, weil das sind also auch die französischen Terroristen sind jetzt nicht so wahnsinnig viel gereist vorher und schon gar nicht irgendwie aus Europa rausgeflogen und dann wiedergekommen. Also das sind immer relativ abenteuerliche Begründungen. Aber momentan sind es auf jeden Fall die Terroristen, die man damit fangen will. Und schwere organisierte Bandenkriminalität. Also warum die jetzt halt auch so viel fliegen, ist mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht so bekannt. Und es ist zum Beispiel auch so, dass also gerade so, zum Beispiel Syrien ist jetzt nicht so weit weg. Also da fahren halt viele Leute auch mit dem Bus oder mit dem Auto hin. Und auch da wird eher weniger geflogen. Aber offensichtlich ist man halt der Überzeugung, dass man mit diesen Daten irgendwie Terroristen fangen kann. Also das ist eigentlich so wie diese fast komplette Sicherheitsgesetzgebung nach eben den Anschlägen damals in New York so, dass dann halt immer wieder irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen eingeführt werden müssen, einfach nur um sich hinterher hinzustellen und zu sagen, wir haben doch alles gemacht. Also das ist, glaube ich, so das Denken, was vor allen Dingen bei Sicherheitsbehörden dahinter steht. Und es ist auch so, dass dann eben Ermittlungsbehörden ein großes Interesse daran haben, auf diese Daten zuzugreifen. Und in Europa ist es so, dass es eigentlich so zwei verschiedene Schulen gibt. Also zum Beispiel die Briten und die Polen, die sind halt also total scharf drauf, möglichst wenig tatsächlich physisch irgendwo zu ermitteln, sondern halt möglichst viel mit Daten zu arbeiten. Auch in Amerika ist das eben so, dass man vor allen Dingen auf diesen datenbasierten Präventionsansatz setzt. Also nicht, dass man mit den Leuten irgendwie mal persönlich in Kontakt kommt und mit denen redet, sondern dass man die halt durch das Schütteln von Daten irgendwie identifizieren kann und dann einfach wegsperrt. Und in Deutschland ist es eigentlich noch im Vergleich dazu noch zum Beispiel eher so, dass man eben sagt, also Präventionsprogramme müssen auch auf einer sozialen Ebene stattfinden. Und das Problem ist dann aber eben, wenn eben in so einem Kontext mit 28 Mitgliedstaaten diese Theorien aufeinanderprallen, dass dann halt eben sich die lautere oder die größere Stimme dann durchsetzt. Und da ist es dann tatsächlich eben so, dass dann halt eben so Staaten, Frankreich, Spanien ist zum Beispiel auch so ein Land, die halt eben seit Jahren mit Terrorismus konfrontiert sind, aber auch Großbritannien, die sehr viel Erfahrung mit Terrorismus haben, Frankreich, die dann eben sagen, wir müssen unbedingt was gegen Terrorismus auf europäischer Ebene tun, die dann sozusagen auch, wie das in anderen Fällen ist, diesen Umweg Europa gehen, weil man da eben Maßnahmen viel leichter einführen kann und Grundrechtsverletzungen viel leichter durchsetzen kann und das Problem dann auch im Anschluss eben wieder auf Europa zu schieben, wird das dann eben sozusagen über Europa gemacht und dann müssen die anderen Staaten halt einfach mitmachen. Aber also eine wirklich sinnvolle Argumentation, warum diese Daten in irgendeiner Art und Weise nützlich sein sollen für irgendwas, gibt es eigentlich nicht. Also das ist wie die Vorratsdatenspeicherung von Kommunikationsdaten. Also das ist halt Sicherheitsesoterik. Nehmt einfach um Versäumnisse der Vergangenheit zu entschuldigen. Ja, oder dann halt wenigstens eben sich hinzustellen und zu sagen, wir haben es versucht. Ja, das ist also so diese alte, abgediente Polizei, Polizisten von aller Inspektor-Spürnase, die halt den sechsten Sinn dafür haben. Ja. Das wird man mit Daten wie? Ja, wie gesagt, das große Problem ist dabei ja auch, also selbst wenn man einen super Algorithmus hat, der jetzt, sagen wir mal, 99% perfekt arbeiten würde, was also völlig utopisch ist, aber selbst wenn dem so wäre und man damit halt 500 Millionen Menschen überwacht, dann findet man halt trotzdem immer noch einen Haufen Leute, die eben zu diesen Positive False Alerts, also die zu Unrecht sozusagen in das Raster fallen, und eben auch ein paar tausend Leute, die halt eigentlich vielleicht tatsächlich was mit Terrorismus oder schwere Kriminalität zu tun haben, die aber durchs Raster durchfallen. Und besonders problematisch bei solchen Datensätzen ist ja auch, wenn Leute also gleich heißen, am selben Tag Geburtstag haben, vielleicht noch in derselben Stadt wohnen. Also es ist jetzt auch nicht so wahnsinnig unüblich. Also auf der ARD lief zum Beispiel jetzt so eine Dokumentation über den Namen Thomas Müller, wo es dann eben auch da in einer Stadt halt zwei Thomas Müller gibt, die am selben Tag Geburtstag haben. Und die dann halt. Ja, so. Genau, und da hat man dann halt relativ schnell ein Problem damit, selbst wenn die dann eben noch am selben Tag Geburtstag haben und vielleicht noch aus derselben Stadt kommen, die dann tatsächlich voneinander zu trennen oder man dann einfach sagt, komm, die sind sowieso alles Terroristen, die so heißen. Also es ist halt so ein bisschen. Ja. Ja. Und wenn es selbst die Post nicht hinkriegt, na, dann ist es bei Ermittlungsbehörden. Was interessant gefunden hat bei der Aktion auf dem Flug hierhin. Ja. Da gab es das Plakat, das ich jetzt gelesen habe, scannt mein Gepäck, ja. Nicht mein Leben. Genau, ja. Ich finde das eigentlich schon unerhört, dass man unter Generalverdacht steht, wenn man fliegt, dass man das Herz ja. Und das haben wir uns gewünscht. Ja, das ist, also das haben wir akzeptiert mittlerweile. Ne? Also das ist ja auch überhaupt so diese ganze
Auch da Sicherheitsesoterik eigentlich an Flughäfen, also wenn man mit dem Zug fährt, da sitzen ähnlich, wenn nicht sogar noch mehr Leute in so einem Zug drin. Und wenn da eine Bombe hochgeht, sterben auch ähnlich viele Leute. Und beim Fliegen gibt es offensichtlich ein immenses Sicherheitsbedürfnis. Also es ist vor allen Dingen psychologisch begründet, dass dann eben so Leute eben so eine extreme Angst vor dem Fliegen haben. Und also auch so eine Flugzeugkatastrophe ist ja immer ein mediales Spektakel. Und wenn irgendwo ein Zug entgleist, ist das ja, sind halt mal ein paar hundert Leute gestorben. Also nicht so ein Event wie so ein Flugzeugabsturz. Aber auch da halt, also diese ganze Debatte zum Beispiel um diese Flüssigkeiten, also das ist ja also völlig absurd. Also zum Beispiel in Amerika kann man mit literweise Wasser irgendwo rumfliegen und in Europa nicht, weil also da die Europäer offensichtlich immer gerne irgendwelche Bombenmischungen da in ihren Cola-Flaschen haben. Auch dieser Nachtscanner, der da eben eingeführt wurde, also wo man dann eigentlich im Grunde festgestellt hat, dass auch also das, was man ja eigentlich damit erreichen wollte, ist ja sozusagen, dass man es sicherer macht, aber auch schneller macht. Was dazu geführt hat, dass sich halt die Schlangen vor diesen Geräten deutlich länger sind als vorher und dass das ganze Prozedere noch viel länger dauert und man eben Sachen trotzdem immer noch ganz gut verstecken kann. Also sowas wie den Unterhosenbomber würde man eben auch nicht mit einem Nacktscanner überführen können. Also hier steht natürlich auch eine immens krasse Lobby dahinter, ja. Und also gerade eben bei diesen Nacktscannern gibt es, ich glaube, 2 oder 3 Anbieter weltweit, die überhaupt solche Dinge produzieren können, und die haben natürlich ein massives Interesse daran, dass dann solche entsprechenden Sicherheitsstandards überhaupt eingeführt werden. Und auch eben für diese Gepäckscanner und sowas gibt es auch nicht so wahnsinnig viele Anbieter, und die haben natürlich ein großes Interesse daran, dass dann eben die neuesten High-End-Geräte auf den Markt geschmissen werden, weil irgendwann muss man ja neue Maschinen bauen, damit dann halt die Arbeitsplätze gesichert werden und Privatsphäre ist dann halt nicht so wichtig. Der wer? Ja. Aha, wer ist das? Der Physiker, und der hat Physik, glaube ich. Ah ja, genau, ja. In dieser Fernsehsendung da mal, Ja, also wie gesagt, also auch mit diesen, also diese Sicherheitsbestimmungen an Flughäfen. Ich denke, wo schwubeln wollen, also was geschaffen sei, weil es gibt kein System, was man nicht umgehen kann. Ja. Also wie gesagt, auch Flugreisen muss man nicht unbedingt machen. Wobei man da allerdings sagen muss, dass die Briten da halt sehr clever sind und das auch festgestellt haben und deswegen gemeint haben, man muss diese Vorratsdatenspeicherung von Reisedaten eben tatsächlich noch ausweiten. Also nicht nur auf Flugzeuge, sondern Schiffe und Bahnen müssen auch mit überwacht werden. Also auch da ist es, also wenn hier einmal der Stein ins Rollen gebracht ist, ist es relativ wahrscheinlich, dass das dann halt immer weiter ausgeweitet wird, wie es eben bei anderen Datenspeicherungen auch ist. Auch jetzt werden eben schon PNA-Daten auf diesen Zugfahrten zwischen, also dieser Eurostar, der zwischen Paris und London hin und her fährt, der gibt ja auch nur personalisierte Tickets aus. Das werden zum Beispiel auch grundsätzlich PNA-Daten gespeichert, also das wäre dann was, wo man noch mit drauf zugreifen könnte. Bei Mietwagen zum Beispiel werden auch PNA-Daten erstellt, also das wäre dann auch was, wo dann sicherlich in zügig dann noch versucht werden würde, darauf auch zuzugreifen. Also wenn man einmal diese Überwachung von Flugreisen hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass das dann ausgeweitet wird eben auf alles Mögliche, wo irgendwo PNA-Daten anfallen, Hotelbuchungen, eben alles, was irgendwie mit Reise zu tun hat und wo man irgendwelche Daten hinterlässt, ist dann sehr wahrscheinlich, dass dann da Erweiterungen dieses Systems gefordert werden. Genau. Absolut. In der Hoffnung, wir können es verhindern oder eben dann später in der Hoffnung auf den EuGH. Weitere Fragen? Wir haben noch 2 Minuten. Vielleicht kann man diese Geschichte, dass das jetzt mehr oder weniger im Vorfeld schon an den EuGH geht, so irgendwie als moralischen Ausweg des EU-Parlaments und auch der Kommission sehen, wo sie sagen, okay, wir sind schon persönlich alle so korrumpiert, jetzt delegieren wir das dann mal geschwind ans Gericht, wo es dann um Grundrechte geht. Die kann man dann doch nicht so leicht kaufen. Also das ist eben die Frage, weil wie gesagt, es gibt eben auch sehr viele Abgeordnete im Parlament, die sagen, wir müssen das auf jeden Fall vorm EuGH machen, ja, damit dann auf jeden Fall die Richtlinie erstmal Realität ist und man dann im Nachhinein noch ein bisschen dran rumschrauben kann, als wenn jetzt sozusagen vom EuGH das Kanada-PNA kassiert wird, dann sinken auf jeden Fall die Chancen dramatisch für den EU-PNR. Von daher, also es gibt da auch da von den Sicherheitshardlinern im Parlament das Bedürfnis auf jeden Fall, dass vor dem EuGH-Urteil oder beziehungsweise, das ist kein Urteil, sondern die Empfehlung oder die Analyse des EuGH,
unbedingt davor zu machen, damit man eben nicht in diese brenzliche Situation kommt, dass man danach sich erklären muss dafür, dass man jetzt irgendwas einführen muss, was möglicherweise wieder vom EuGH landet. Gut, dann belassen wir es dabei, würde ich sagen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.